Hallo und willkommen zum kurzen Kommentar. Wir haben ja seit einiger Zeit wieder Ruhe im Land und insgesamt weltweit hat sich die Situation ja auch etwas entspannt, zumindest in Bezug auf Corona. Mittlerweile darf man ja auch eigentlich wieder darüber reden, man darf es zumindest aussprechen, ohne dass gleich der Kanal gesperrt wird. Ja, jetzt sind alle froh, dass man endlich mal auch etwas Ruhe zu diesem Thema hat. Alle können wieder maskenfrei durch die Gegend laufen, in die Geschäfte gehen. Man erkennt auch endlich Gesichter wieder. Ja, und man macht sich nicht so wirklich Sorgen. Und obwohl es gibt ja schon einige kritische Stimmen, die im Hinterkopf hatten, okay, warten mal ab, was passiert nach den Sommerferien und spätestens im Herbst. Haben wir damit die nächste Welle? Haben wir damit wieder die nächste Corona-Welle, die auf uns zurollt? Oder, nun ja, jetzt hört man ja aktuell etwas anderes. Momentan, egal wohin man schaut, wenn man das Radio anschaltet, wenn man den Fernseher einschaltet, wenn man im Internet sich Nachrichten anschaut, man sieht und hört nur noch Affenpocken. Affenpocken, Affenpocken, Affenpocken. Mittlerweile gibt es wenige Fälle. In Deutschland, europaweit, sind es auch einige, die aufgetreten sind. Für alle, die noch nichts davon gehört haben, schauen wir mal kurz, was es denn damit eigentlich auf sich hat. Dazu habe ich hier ein bisschen was gefunden im Internet. Und ja, hören wir mal rein. Immer mehr Länder in Europa melden Nachweise und Verdachtsfälle von Affenpocken. Zunächst war das Virus in Großbritannien aufgetreten bei einem Mann, der in Nigeria gewesen war. Jetzt gibt es Fälle in Schweden, Italien, Portugal und Spanien. Das Ausmaß überrascht und löst bei Experten erhöhte Aufmerksamkeit aus. Portugal hat offiziell bestätigt, dass es allein in diesem Monat mehr als 20 Verdachtsfälle von Affenpocken gab. Sowohl in der Region Lissabon als auch in anderen Regionen. Bei 5 Menschen wurden die Affenpocken bereits sicher diagnostiziert. Und auch das spanische Gesundheitsministerium hat eine Warnung herausgegeben, denn in Madrid sind 8 Fälle aufgetreten. Alle Patienten sind Männer, die Sex mit anderen Männern hatten. Es kann Zufall sein, dass das Virus zunächst in diesen Personenkreis getragen wurde. In Spanien sind alle Fälle im Raum Madrid aufgetreten. Normalerweise kursiert das Virus in bestimmten Gebieten Afrikas. Die Erkrankten in Madrid waren nie in Afrika, auch nicht in Großbritannien, wo das Virus aufgetreten war, und auch nicht in Portugal. Die durch enge Kontakte verbreitete Viruserkrankung ruft meist nur milde Symptome hervor, kann aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen. Hört sich schon so ähnlich an, wie wir das von Corona kennen. Mal schauen, ob sich das Ganze auch dahin entwickelt. Und ja, wer könnte das besser wissen als der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Der hat auch etwas dazu gesagt, habe ich gefunden hier auf YouTube bei der Welt. Mal schauen, was er dazu sagt. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Sätze zu dem ersten Fall von Affenpocken hier in Deutschland sagen. In München ist ein Patient mit Affenpocken diagnostiziert worden. Ich habe mich eben mit meinem Amtskollegen Holoczek darüber im Detail ausgetauscht. Er hat auch die Presse informiert. Die Nachricht ist nicht überraschend, denn es war nur eine Frage der Zeit, bis Affenpocken auch in Deutschland nachgewiesen werden. Durch die Meldungen von Infektionen weltweit und durch die schnelle Information auch durch das Robert-Koch-Institut waren Ärzte und Patienten in Deutschland sensibilisiert. Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass das Virus nicht leicht übertragbar ist und dass dieser Ausbruch eingegrenzt werden kann. Das kann gelingen, wenn wir jetzt sehr schnell handeln. Wir haben im Übrigen gestern durch einen Zufall einen Ausbruch von Leopardenpocken also Gesundheitsminister hier geprobt und haben uns intensiv damit beschäftigt, wie durch schnelles Handeln ein solcher Ausbruch oder ein ähnlicher Ausbruch beherrscht werden kann. Ich glaube, wir sind da gut vorbereitet. Ja, durch Zufall haben Sie da einen ähnlichen Fall geprobt
Und ja, er glaubt, wir sind ja ganz gut vorbereitet. Und vor allem, naja, man kann ja auch schnell handeln. Das schnelle Handeln und die gute Vorbereitung, das ist natürlich hochinteressant. Was könnte das nur sein? Tja, was wohl? Dazu habe ich mal weitergesucht und das hier gefunden: Pockenimpfung schützt auch gegen Affenpocken. Sehr schön. Vielleicht ist das genau das, was der Bundesgesundheitsminister Lauterbach damit gemeint hat, dass wir gut vorbereitet sind. Gut, schauen wir noch ein bisschen weiter. Auch das Qualitätsmedium ARD hat dazu ein bisschen was berichtet. Weitere Affenpockenfälle in Deutschland. In Deutschland haben sich offenbar weitere Menschen mit den Affenpocken infiziert. Die Behörden in Berlin bestätigen 2 Erkrankte und riefen zur Vorsicht auf. Das RKI rechnet nicht mit einer Infektionswelle. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich bin auch sehr gespannt, wie ihr das seht. Was denkt ihr? Werden die Affenpocken das Coronavirus vielleicht verdrängen und wir werden dieses Jahr im Herbst und im Winter keine Corona-Welle haben, sondern vielleicht eine Affenpockenwelle, wer weiß. Und ja, da es ja offensichtlich schon einen wirksamen Impfschutz gibt, wie sieht es damit aus? Habt ihr den schon? Wollt ihr den? Geht ihr zum Arzt und lasst euch die Pockenimpfung geben, schon vorab, um dann vielleicht dann im Herbst oder im Frühjahr nächsten Jahres euch die, ja, den Pockenbooster zu holen? Mich interessiert es, schreibt doch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich freue mich, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.